Om Namah Shivaya. Hallo ihr Lieben. Ja, ich begrüße euch heute alleine und ich möchte euch gerne zu einer kleinen Übung einladen. In meinem Studium ja zur Tiefenpsychologie und Maltherapeutin habe ich einige Übungen für euch und ich möchte euch heute gerne eine von den kleinen Übungen vorstellen. Und als allererstes möchte ich euch sagen, wenn ich die Übung gerne selber für mich anwende, auch mit Klienten, und in Seminaren. Es gibt Momente, wo ich ja, im Innen spüre, da ist was in mir, ich finde keinen richtigen Zugang zu den Themen oder einfach, wenn ich, wenn mir wie irgendwas auf der Seele liegt. Also, ihr braucht dazu eigentlich nur so einen ganz einfachen Malblock, so ja, dann mit weißen Blättern, die sind jetzt schon alle gebraucht bei mir, und so eine Box mit Wachsmalkreidestiften, also da hat so alle Farben drinnen. Ja, das ist eigentlich das, was ihr dazu braucht. Also bei mir ist das immer in meinem Rucksack, wenn ich auf Reisen bin, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Also ich gehe nie ohne Block und Box Wachsmalstifte außer Haus. Gut, ich möchte euch jetzt erklären, in kleinen Schritten, wie die Übung funktioniert. Ihr setzt euch am besten an einen ruhigen Platz und ihr könnt zum Beispiel eine schöne Meditationsmusik laufen lassen oder eine eigene Meditation machen. Es kann 5 Minuten sein, 10 Minuten, also wie es für jeden sich gut anfühlt. Wichtig ist einfach, dass ihr in eure innere Mitte kommt und dass ihr ein bisschen tiefer kommt. Anschließend nach der Meditation nehmt ihr euren Block und die Stifte und malt. Ihr malt circa 7 Minuten lang. Es geht darum, nicht um schön zu malen, sondern es geht ums Ausdruckmalen. Also die Seele drückt sich aus, sie formuliert sich im Malen. Ihr nehmt egal welche Farben und ihr malt einfach die 7 Minuten. Wenn die 7 Minuten vorbei sind, nehmt ihr euch das Bild, ich habe jetzt mal hier so ein Beispielbild, was von mir ist. Ihr nehmt euch das Bild vor Augen, schaut es nochmal genau an und gebt dem Bild ganz spontan einen Titel. Was als erster Gedanke durch euch kommt. Also mein Bild hat jetzt den Titel Zauber. Also für mich ist das eine wundervolle Übung, dass wenn ich in mir was spüre oder ich weiß nicht, um was es geht, und ich mir nachher das Bild anschaue,
erkenne ich was. Und es kann sich in dem Bild zeigen. Ja, also mehr möchte ich euch jetzt zu dieser Übung noch nicht sagen. Das wäre jetzt mal so der erste Teil. Ich werde jetzt in der nächsten Zeit noch gerne für euch ein paar mehrere Videos hochladen, wo ich euch gerne einladen möchte, euch zeigen möchte, therapeutisch, wie wir mit Bildern arbeiten, wie wir Übungen machen können, wie wir auch übers Bild in eine Primärarbeit, also das heißt, wir gehen direkt ins Gefühl, das sich durch das Bild zeigt, rein. Oder wir gehen in eine Reinkarnationsarbeit. Es kann auch eine Geburtsrückführung sein. Oder das Thema mit eurem Seelenpartner. Ja. Ich freue mich, wenn das euch gefällt und würde euch gerne von meinem Werkzeug oder meinem Wissen gerne teilhaben lassen. Und ja, sag schon mal Dankeschön, ihr Lieben. Schreibt mir vielleicht Feedbacks rein, Kommentare. Ihr könnt auch bei mir Coachingstunden buchen, auch übers Bild möglich. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Dankeschön. Bye. Bis zum nächsten Mal.